Infinity Arc. Infinity Ward. So. Hallo und herzlich willkommen zu Modern Warfare 2. Ich habe während meiner Sommerferien eine Liste mir zusammengestellt mit allen Spielen, die ich gerne spielen möchte, weil ich die damals nicht gespielt habe. Dazu gehören auch ein paar Call of Duty Teile, wie zum Beispiel Modern Warfare 1 und 2, das erste Black Ops und vielleicht auch noch World at War. Ich kann das Ding hier einfach nicht aussprechen. Auf jeden Fall bin ich jetzt an Modern Warfare 2 als erstes rangekommen. Und deshalb werden wir das als erstes spielen, auch wenn es außerhalb der Chronik ist. Dummerweise. Halt. Aber steht auf meiner Liste und ich habe es halt als erstes gefunden. Nebenbei spiele ich halt auch nochmal ein anderes Spiel von meiner Liste, nämlich Secret of Mana. Das wird wahrscheinlich vor diesem oder nach diesem Let's Play kommen. Wer weiß, wie ich das zeitlich aufgenommen bekomme, weil ich da mit zwei Freunden das Ganze noch machen möchte. Und wenn die Zeit haben oder nicht, weiß ich auch nicht so ganz genau. Also werden wir jetzt einfach mal gucken und wir drücken jetzt einfach mal auf Kampagne. Ah ja, und ich habe angefangen zu spielen. Oder ich habe angefangen, in den Vorspann zu gucken. Und dann habe ich gemerkt, ich spiele in der falschen Auflösung. Geil. Dann machen wir einfach mal ein neues Spiel. Modern Warfare 2. For the record. Ach so. Das ist dann wahrscheinlich in 1 passiert. Ja, es ist jetzt natürlich dumm, dass ich 1 nicht gespielt habe. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Aber mal gucken, wie das hier kommt. Ich muss sagen, ich war während der Ferien auf. Mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Auf dem wir vergessen unsere Freunde nicht. Videospielkonzert und deshalb kenne ich die Musik so auswendig, weil ich die auch schon öfters gehört habe und ich finde sie Sakajew. Imran Sakajew. Genial. Ich liebe sie. Okay, scheinbar spielt das Ganze 5 Jahre nach dem ersten Modern Warfare. Was natürlich jetzt dumm ist, weil ich es noch nicht gespielt habe. Moskau, Russland. Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Und ich dachte, wie wären das? Oh. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel.
Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, wir spielen scheinbar die Rangers. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Sind wir der Beste? Ich hoffe es mal. Wäre doch dumm, wenn nicht. Hallo? Die alte Leier, Tag 1. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nicht so ungut, aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Nehmen Sie die Waffe vom Tisch und feuern Sie auf die Ziele hinter Ihnen. Umdrehen und auf die Ziele feuern. Keine Zielvorrichtung benutzen. Ich will noch was klarstellen. Feuern Sie aus der Hüfte. Nein. Gesehen? Deine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Ich muss noch mal kurz in die Optionen, in die Steuerung, Aktionen. Und zwar die Zielvorrichtung umstellen. Stoppen. Dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Ducken und die Zielvorrichtung benutzen. Er ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Und zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Okay. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Jetzt rüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Also dann. Wer will zuerst? Ich will sehen, was Sie so gelernt haben. Sieht schon geil aus, muss ich sagen. Also für ein 6 Jahre altes Spiel. Tabulator, um die Spiele anzusehen. Benutzen Sie die Zielanzeige, finden Sie die Gruppe. Gut, gut, gut. Machen wir. Pitch. Hey, so. Private. Willkommen in der Grube. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Gut, jetzt zum Gewehrwechseln. Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Gesehen, wie schnell das ging? Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Troll. Wenn das was für Sie ist. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit mit dem ersten Nein. Nehmen wir mal die ACW her. Warum wir nicht erste Wahl sind. Oder? Die Rangers können eigentlich alles, was die Deltas auch können, aber egal, Mann, so sind sie. Gut, gut. Aber wir müssen laufen. Oh. Zivilist. Hallo. Oh. Ey. Da.
Was? Wieso war das ein Zivilist? Nicht grauenhaft, aber auch nicht fantastisch. Rauf zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs. Ich versuch's mal einfach auf Zelda. Gehen Sie nach oben und treffen Sie die anderen. Gut, gut. Alle Hand zu den Fahrzeugen. Wir rücken ab. Oh shit! Was ist denn hier passiert? Das ist aber gar nicht geil. Und das ist vor allem laut. Mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben. Aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden, eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Okay. Gut, gut, beschützen die hier. Den Brückenleger. Granatenwerfer benutzen. Ach so. Aua. Alter 2-1, hier Warlord, habe ich verstanden. Aber Level 1-1, 2-15 Jäger, auf Meldung warten. Nein, ich bin nicht lieber. Hunter 2-1, hier Devil 1-1, 2-15 Jäger, 1-5 Meilen, Bereitschaft bei 3 Sierra, Nordwesten, Gebiet Snipe. Ladung 2 J-Dams und 2 Harms. In Bereitschaft. Ja. Bestätigt, Hunter 2-1. Angriff wird eingeleitet. Ziel erfasst. Okay, wir müssen jetzt einfach ein bisschen. Okay. Gut, ich weiß jetzt zwar nicht, warum wir hier entlang sind, aber egal. Dann, nehmen wir mal ein bisschen größeres Geschütz, ne? Das große auf 1 Uhr! Hey Mann, welches Gebäude? Das große auf 1 Uhr. Hey Dave, welches ist es? Ist es das linke oder das rechte? Das linke. Ist das nicht etwas selbst für das Sonderkommando? Okay. Ich weiß jetzt zwar noch immer nicht, warum wir hier sind. Verstanden, Hunter 2. Aber egal. Alle Hunter 2 Fahrzeuge nach Zivilisten Ausschau halten. Angriffserlaubnis nur, wenn sie zuerst feuern. Die Dächer nach Feinden absuchen. Vorsichtig vorgehen. Irgendwas zu
zu sehen? Nein. Alles wie ausgeschrieben. Overlord, 4-Hunter-2-1. Überqueren Tunnel Harvey bei Straße Elizabeth. Sieht ganz schön. Roger, Hunter-2-1. Vorsichtig vorrücken. Sieht böse aus. Aufpassen. Alles wie im Wilden Westen. Roger. Lauf die Gassen. Alan, worauf schießen Sie? Da ist doch nichts. Feuer einstellen. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Schuss. Drei Feinde auf dem Balkon auf 12 Uhr. Wahrscheinlich Milizkämpfer. Sind Sie bewaffnet? Negativ. Sie beobachten uns nur. Ich wette, Sie beobachten uns. Weiß nicht, dass wir auf Sie schießen dürfen. Okay. Alle Hunter-Fahrzeuge, hier Sergeant und Foley. Bereit machen zum Angriff. Scharf zum Feuer aus mehreren Richtungen. Warum? Okay, okay. Einfach auf alles schießen, was sich bewegt. Ja. Scheiße. Ja. Scheiße. Ja, so schnell kann's gehen, würde ich sagen, ne? Ja. Ja. Ja! Verdammt nochmal. Ach so, ich muss hier rein. Ja, es ist gut zu wissen. Ja, ja! Okay, es ist schon, Wow. Ich habe die Schule vor mir, over. 2-1, wir sind hier kampfunfähig. Wir stehen unter schwerem Beschuss auf der Schule. Können Sie helfen? Over. Wir sind unterwegs. 2-1, Ende. Ziele von der Schule. Ausschalten. Ja. Verdammt nochmal, ich sehe die ja kaum. Da ist noch einer. Nachladen. Hey, von wo aus werde ich denn getroffen? Das ist so etwas unübersichtlich für mich. Naja, egal. Lauf hier rein. Ja, lauf nach. Oh shit! Ja.
Ja, es ist immer noch hier. Oh shit. Ja, ja. Hier ist niemand. So, jetzt können wir weiterlaufen. Oh. Hunter 2-1, hier Hunter 2-3. Danke für die Hilfe. Wir rücken mit dem Hammer von Hunter 3 ab. Over. So, gut, gut, gut. Ich glaube, ich bin so etwas im Schussfeld. So, so, weiter, 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 weiter. Einer ist in das Klassenzimmer gelaufen. Okay, dann laufen wir mal weiter. Wow! Ja, man kann ja auch da durchschießen. Boah! Hunter 2-1, ein Overlord. Hunter 2-1, hier Overlord. Bitte kommen. Die Schule ist gesichert und der Feind zieht sich zurück. Wir räumen hier nur noch auf. Verstanden, Hunter 2-1. Vorsichtig zum Sammelpunkt vorrücken. Das könnten bewaffnete Feinde sein. Over. Okay. Roger, Overlord. Danke für den Hinweis. Ende. Ah. Leute, auf feindliche Nachzügler achten. Auf zum Sammelpunkt. So, gehen Sie zum Sammelpunkt. Gut, gut. Aber hier würde ich sagen, machen wir mal Schluss und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.